Hey ho und willkommen zu The Beast Inside. Lasst uns gemeinsam ein wenig gruseln, bis das T-Shirt nass und die Hose voll ist und dann starten wir auch schon rein. Dann wollen wir uns doch mal auf den Dachboden begeben. Ja. Sehr gut. Und auf damit. Durchsuche den Dachboden nach Farbe. Unter anderem. Ich werde natürlich noch alle möglichen suchen. Oh, was ist denn das für eine Tür? Die sieht sehr verschlossen aus. Altes Telefon und... Was ist das? Sind das Dosen? Das sind tatsächlich Dosen. Ach, die gehören doch da rein. Ja. Zack. Zack. Bisschen mehr Ordnungsliebe hätte ich ja schon erwartet. Es sind aber auch viele Dosen. Warum bin ich jetzt so direkt getriggert, dass ich die tatsächlich da alle reinschmeiße? Komm her, ja. Die ist daneben gefallen. Komm her, ja. Na. Ja, liebe Zuschauer, es wirkt sinnlos. Aber es ist eine wertvolle Tätigkeit. Das war der Eimer fast voll. So, oh, Kerzen. Das sind noch mehr Dosen, oder? Jetzt bin ich pingelig. Na, gib mir so eine Dose. Die will nicht. Gib mir die. Die will auch nicht. Gib mir irgendeine. Ah, jetzt. Oh. Ah, das war nicht so geplant. Gib her. Ah, das mit dem Umdrehen. Ich glaube, da muss ich die Empfindlichkeit noch hochnehmen, wenn das überhaupt geht. Muss ich gleich mal schauen. Oh, rein damit. Das passt mir nämlich noch nicht so ganz. Es dürfte ruhig ein bisschen... Ein Ticken schneller gehen. Jetzt den Mülleimer getroffen oder nicht? Ich hoffe es doch. Ja, das war nicht so ganz getroffen. Oh. Ich dachte, da rutscht was nach, wenn ich da ein bisschen... Wenn ich jetzt den Eimer hochhebe. Was passiert denn dann? Ich mach's mal nicht. Ah, noch mehr Dosen. Das wird jetzt hier eine Dosenparty. Wie viele Dosen aber auch. Das ist doch alles so Konservendosen. Wir hatten sich hier oben von Konservendosen-Zeugs ernährt. Ah, da. Ich sehe euch hier, Dosen. Diese sanfte Musik, die hätte ruhig bleiben können. Es wirkt jetzt schon ein bisschen sehr still, während ich hier mein unendliches Werk verrichte. Na komm, rein da. Du passt da noch rein. Das kann einfach nicht wahr sein. Nee, das ist auch nicht so ganz richtig. Ah, das kann ich gerade noch so akzeptieren. Die sind in Ordnung. Sonst sehe ich jetzt hier keine Dosen weiter. Ah, ist noch so eine Figur. Schlafender Engel, ein Engel. Er sieht aus, als ob er schläft. Was ist denn das für ein Effekt? Das ist nicht normal. Oh.
Okay, okay. Sieht aus, als ob er schläft. Doch, er könnte genauso gut tot sein. Armer Kerl. Das Leben hatte mit ihm nicht ganz gut gemeint. Wie lange er wohl hier gelegen hat? Wahrscheinlich schon ein ganzes Jahrhundert. Rotieren, um versteckte Botschaft zu finden. Seine Beine sind abgebrochen. Jemand muss ihn ziemlich hart gegen... Aha, ziemlich hart gegen etwas geschlagen haben. Moment mal. Das ist Blut oder Farbe. Das ist interessant. Okay. Muss ich eigentlich bei der Figur unten nochmal gucken. Da ist Farbe, die ich suche. Ah, da ist nichts drin. Hier haben wir noch eine Figur. Rotieren für versteckte Botschaft. Okay, das steht dann da. Tanzendes Pärchen, eine Porzellanstatue. Okay, ich frage mich, ob sie Großmutter oder jemand anderem gehört hat. Aha. Sonst nix? Das ist eigentlich ganz cool. Ha! Und sie steht wieder. Sehr gut. Das habe ich sehr gut gemacht. So. Warum kann ich die nicht nehmen? Die Taschenlampe würde ich tatsächlich nehmen. Okay, Mona. Da hinten ist ein Eimerfarbe. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts. Lass mal so einen groben Überblick verschaffen. So, aber das muss ich jetzt noch testen. Nee, mit dem ganzen Zeug da drin kann ich den Eimer nicht mehr hochheben. Was eigentlich ganz cool so ist. Da ist auch noch eine Tür. Zu viele Türen. Ich dachte, ich kann den ausrollen. Okay, ich kann es doch bewegen. Ja, ja, ja. Oh. Ja, Dinge geschehen. Gehst du weg? Ah, ich kann einfach drüber laufen. Okay, kann ich es auch schieben? Ich kann es auch schieben. Schieben wir es mal so. Und da geht es auch noch hoch. Da ist irgendwas. Okay. Hier sind noch Kartons und Kisten. Da versteckt sich wahrscheinlich nichts. Er blümt ab. Farbe. Okay, ein loses Brett. Gleich. Dann will ich erst das hier sehen. Brechstange. Diese Brechstange könnte sich noch als nützlich erweisen. Das ist richtig. Ich denke mal auch so ziemlich jetzt. Was ist hier? Kann ich hier... Moment. Kann ich so? Ja. Eine Axt. Wer weiß, ob ich die mal noch brauche. Und hier kann ich... Ah, schön auf dem Balken. Hui. Oh, kann ich da was sehen? Nee. Okay. Plupp. Plupp. Offensichtlich kann ich mir zumindest nichts brechen. So, ja, dann habe ich so die Vermutung. Ach, da wäre noch eine Dose gewesen. Na gut. A loose plank. Ja. Someone's hidden something under the floor. What could it be? A treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. Ja, natürlich sind das Großvaters Pornomagazine. Davon gab es auch so viele zu der Zeit. So, wir wollten ja Luft in die Hütte lassen. Komm. Ja, okay. Schauen wir mal. Was ist das? Das sieht interessant aus. I have to break the cipher to open the box. Okay, 5 Buchstaben. Ah, so ein kleines Zettelchen. Okay, Pergament mit verschlüsseltem Text.
rotiere für. Ja, ja, na klar. Ein Auszug aus den Kommentaren zum Gallischen Krieg von Julius Caesar. Ich erinnere mich, den Text im Lateinunterricht gelesen zu haben. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. Wir rotieren. Aha. I'd have to be a goddamn codebreaker. Wait, isn't that what I do for a living? Das ist interessant. J ist gleich C. Die Initialien von Julius Caesar. Aber warum hat sie jemand als Gleichung geschrieben? J ist gleich C. What the fuck? Was ist denn das? Der Untersuchungsmodus erlaubt es dir, bei einigen Gegenständen zusätzliche Aktionen durchzuführen. Okay. Mit Linksbusch A. J ist gleich C. J. This device will help me decode the letters in the text. Ja, ja, Scheibe. R2 rotieren. J ist gleich C. C und hier machen wir mal auf J. Und nun? Das hilft mir jetzt noch nicht so richtig. Ach. Hier gibt es auch nicht ganz so viele Buchstaben. Fünf Buchstaben. Irgendwas mit fünf Buchstaben. Ah, es verwirrt mich. Okay, es wird rätselig, es wird interessant. Der Auszug aus den Kommentaren. Da ist auf jeden Fall ein O. Okay, der Auszug aus den Kommentaren. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be... Was? Warte mal ab. Der Auszug in den Kommentaren im Krieg von Julius Caesar. Ich erinnere mich, den Text im Lateinunterricht gelesen zu haben. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. Ah, warum kann ich da eigentlich nicht ranzoomen? Ja, manche sind größer. Wir haben da ein M, ein H, ein P und ein O. Und das große B? Ist das ein großes B? Aber keins ist weder ein J noch ein C. Oh, jetzt habe ich es auf den Kopf gestellt. Okay, rätselig wird interessant, ist auf jeden Fall kein Easy-Mode-Rätsel, wenn ich das so richtig sehe, oder ich komme einfach gerade nicht drauf. Was es ist. MHPO. MHPO. Ach, da ist noch ein A. MHPAO. 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 Nein. MHPAO. Ich habe ja kein O.
Ah, ist jetzt blöd. Some characters in Caesar's letter look different. If I can find them all. Yeah, ich hab sie alle gefunden. M, H, P, A und O. Das sind auch 5 Stück, aber ich das O ist nicht vorhanden. Ist das O irgendwo vorhanden? Nö. Es gibt kein O, aber es gibt ein C. J ist gleich C. Max. Jetzt wird's schon schwierig. Ich wüsste gern die Lösung, um zu wissen, ob ich es mir gerade nur schwierig mache oder ob es schwierig ist. Wenn es schwierig ist, ist es okay. Aber ansonsten... Es ist halt wirklich, das ist ein O. Und da ist ein A links. Und da ist ein P. Und da oben ist ein H. Und da oben rechts ist ein M. Und das sind 5 Buchstaben. Aber das mit dem J ist gleich C. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be... Der erste Buchstabe der Verschlüsselung. Geht ja auch nicht. Die Hilfe hilft mir nicht. Der erste Buchstabe ist bei mir hier ein M. Das ist, ja. Ich muss mal ein bisschen, denken. Natürlich. Ich habe natürlich eins ganz vergessen. Ich habe ja auch noch die Scheibe, wo ich schon eingestellt habe, J ist C. Der erste Buchstabe ist M. Dann ist M eigentlich F. Theoretisch. Hier gibt es auch ein F. Okay. Das ist gut. So. Nächste ist H. H. First I'll put the letter J over C. Ja. To decipher the others. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Ja. Da bin ich jetzt auch noch drauf gekommen. H ist A. H ist A. Das ist schon richtig. Gut. Some characters in Caesar's letter look different. Ja. So. Dann P, A und O. P, A und O. P, 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 P ist I.
I-T-I-T-H. I-T-H. 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 Faith. Ah. Okay, ich hab's mir tatsächlich einfach schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Hab spontan einfach wieder vergessen, dass ich diese Drehplatte habe. Okay, ein Schlüssel. Nikolas Schlüssel, ein antiker Schlüssel, in welches Schloss er wohl passt. Das werden wir feststellen. Und ein Buch. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Attention.